Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu dem heutigen What's New Webinar. Wir freuen uns sehr, dass Sie diesmal auch eingeschaltet haben und dass Sie Interesse zeigen an an dem What's New Webinar von diesem neuen Release 19.2. Und heute möchte ich Ihnen die neuesten Funktionen präsentieren und auch die Verbesserung, die die neue Version mit sich bringt. Vorab möchten wir uns als ganzes DocuPerformer-Team ja, wieder bei Ihnen bedanken für die enge Zusammenarbeit, für die tollen Feature-Requests und die Tickets, die Sie erstellen. Und Sie haben einen sehr großen Anteil daran, dass der DocuPerformer-Release für Release optimiert wird. Gut, dann starten wir einfach mal mit der Präsentation. In den nächsten Tagen erhalten Sie eine E-Mail, die dann ähnlich aussehen wird wie dieses Bild rechts. Und dort haben Sie dann die Möglichkeit, das Setup runterzuladen. Wir empfehlen Ihnen, die 64-Bit-Version runterzuladen, außer Sie müssen die 32-Bit-Version runterladen, aber wir empfehlen, mit der 64-Bit-Version zu arbeiten. Und anschließend sollten Sie die Hinweise in der E-Mail beachten. Das heißt, ganz wichtig, dass Sie ein Backup der Datenbank erstellen, um Datenverluste zu vermeiden. Und die Mindestversion für das Update ist 15.1. Eine neue Lizenz wird nicht gebraucht. Das heißt, Sie können, wie vorab erwähnt, einfach nur die Version updaten. Sollten Sie BB4HANA-Systeme haben, dann muss eine Lizenzerweiterung erfolgen. Das nochmal unabhängig von dem Update. Genau, es gibt eine Step-by-Step-Instruction, wie Sie im Endeffekt dieses Update durchführen können und einen Installationsguide. Das finden Sie alles in unserem User-Manual. Kommen wir jetzt zu dem, was Neues. Zunächst einmal, wir haben unser User Manual upgedatet. Das heißt, jetzt in dem User Manual sind die neuesten Funktionen werden erläutert. Und zusätzlich haben wir unser User Manual erweitert mit weiteren Grafiken, mit Videos, mit Tutorials. Ja, und das machen wir jetzt bei jedem Release. Also jedes Release kommt ein neues User Manual raus. Und wenn Sie jetzt in dieser Präsentation, diese Präsentation nochmal vorab als kleiner Hinweis, stellen wir Ihnen zur Verfügung. Und wenn Sie in dieser Präsentation, wenn Sie dieses Zeichen sehen, User Manual, hier unten links in der Ecke, dann können Sie da draufklicken und dann verlinken wir Sie sofort zu dem jeweiligen Artikel im User Manual. Kommen wir jetzt zum DocuPerformer. Zunächst einmal Automation Tool. Also das ist eine Funktion, die sich viele Kunden gewünscht haben und das stand auch schon länger auf unserer Agenda. Mit der 19.2-Version ist das jetzt möglich. Das heißt, uns war es wichtig, dass das gesamte Dokumentationskonzept, das wir mit dem DocuPerformer anbieten, einfach runder wird. Und jetzt haben Sie die Möglichkeit, Dokumentation automatisiert im Hintergrund zu erstellen und an einem bestimmten Ort abzulegen. Das heißt, schauen wir uns das mal ganz kurz an, wie das funktioniert, mithilfe dieser Abbildung. Wir haben links den DocuPerformer und im DocuPerformer können wir Szenarien erstellen. Diese Szenarien können wir anschließend im DocuPerformer auswählen. Das heißt, wir können uns wirklich, wir können festlegen, welche Szenarien relevant sind für den automatisierten Export. Gleichzeitig können wir all diese zielgruppenspezifischen Einstellungen treffen. Das heißt, welche Settings-Variante soll verwendet werden? Welche Kommentarvariante, welche Sprache muss das Dokument haben und was für ein Template soll verwendet werden. Das heißt, all das können wir auswählen und das Automation Tool ist jetzt das Tool, mit dem Sie diesen Export, diesen automatisierten Export im Hintergrund durchführen können. Und im Automation Tool selbst können Sie dann einstellen, wann dieser Export durchgeführt werden soll, beispielsweise nachts um 2 Uhr. Sie können auch den Ordner auswählen, wo wir im Endeffekt das Dokument ablegen sollen. Und anschließend wird dann im Hintergrund solch ein Dokument die Szenarien generiert, die Sie ausgewählt haben, mit den jeweiligen Settings, die Sie auch ausgewählt haben. Und dann können Ihre Kollegen und Mitarbeiter können dann das jeweilige Dokument konsumieren, lesen und damit arbeiten, wenn Bedarf besteht, irgendwelche Informationen zu einer bestimmten Applikation oder zu einem bestimmten Datenfluss zu bekommen. Genau, das jetzt erstmal grob erklärt. Kommen wir jetzt nochmal zum Technischen, wie das genau funktioniert und wie es im DocuPerformer aussieht. Das heißt, zunächst einmal, dass aus dem Sync-Tool wird das Automation-Tool. Mit dem Sync-Tool konnte man früher nur Synchronisation von bestimmten Systemen einplanen. Das ist immer noch möglich, aber zusätzlich hat man jetzt auch die Möglichkeit, solche Exporte einzuplanen.
Dieses Automation-Tool kann man einfach installieren. Das heißt, wenn Sie den Docker-Performer installieren, können Sie Automation-Tool anklicken. Und wenn Sie bereits das Sync-Tool installiert haben, dann können Sie einfach das Sync-Tool updaten, wenn Sie auch diese automatisierten Exporte durchführen möchten. Wird gewährleistet, dass aktuelle Dokumentationen an einem bestimmten Ort abgelegt werden. Dort können Sie beispielsweise als Ordner aus, Exportordner aus, einen SharePoint auswählen, damit jeder Mitarbeiter im Endeffekt Zugriff auf die Dokumentation hat. Genau, wie vorab erwähnt, Sie müssen die Szenarien auswählen in Doku-Performer. Das können Sie hier machen. Das heißt, Sie können ganz normal Ihre Szenarien erstellen, können dann hier, wenn Sie draufklicken, haben Sie eine Auswahl. Dort können Sie die Szenarien auswählen, die eingeplant werden sollen für den automatisierten Export. Natürlich können Sie auch das gleiche Szenario mehrfach exportieren, nur mit verschiedenen Einstellungen. Wenn Sie beispielsweise einmal ein Szenario exportieren möchten auf Deutsch und auf Englisch, dann können Sie das einfach hier mit Hilfe der Languages einstellen. Und genau, das sind die Einstellungen im Doku-Performer selbst. Im Automation-Tool können Sie dann im Endeffekt hier einstellen, ja, wie gesagt, den Ordner. Wenn Sie hier draufklicken auf das Zahnradsymbol, dann können Sie im Endeffekt auch dann die Zeit einstellen, wann der Export durchgeführt werden soll. Genau, wir empfehlen natürlich, ja, wie gesagt, als Ordner, Zielordner wäre ein SharePoint sinnvoll und als Zeitpunkt wäre es sinnvoll, beispielsweise nachts immer einen Export durchzuführen, damit tagsüber die neuesten Dokumentationen verfügbar sind. Noch ganz kurz organisatorisch, wie auch schon beim Sync-Tool, arbeitet auch das Automation-Tool mit Windows-Services, die installiert werden müssen. Das können Sie im Automation-Tool selbst machen, benötigen dafür Admin-Rechte. Und genau, im Endeffekt haben wir dann jetzt einen zusätzlichen Service, den wir mit installieren, der dann zuständig ist, um diese Dokumentation durchzuführen. Und noch ein wichtiger Punkt, die Einplanungen sollten von einer zentralen Instanz erfolgen. Und es ist jetzt nicht so, dass jeder User einzeln jetzt für sich das Automation-Tool installiert und dort Einplanung vornimmt. Jeder User sollte für sich Szenarien auswählen, die für ihn relevant sind, dass sie tagsüber aktualisiert werden. Kommen wir jetzt kurz zu den Restriktionen, was in der aktuellen Version noch nicht möglich ist. Das heißt, es ist nicht möglich, die Abbildung des Datenflusses zu integrieren in die Dokumentation. Im Szenario haben Sie ja die Möglichkeit, an einem Info-Provider beispielsweise auszuwählen, dass der Datenfluss mit integriert werden soll. Und genau, in dem Fall wird diese Abbildung nicht mit integriert in die Dokumentation. Gleichzeitig ist es auch nicht möglich, die technische Dokumentation der BW Data Sources in BO mit auszugeben. Das heißt, wenn Sie beispielsweise eine Query verwendet haben als Data Source in einem Lumira Report, dann haben Sie eigentlich die Möglichkeit, in BO eine Dokumentation zu erstellen und gleichzeitig noch die technischen Informationen der Query mit ausgeben zu lassen in der Dokumentation. Das ist nicht möglich. Das ist eine Einschränkung, die aktuell vorliegt. Es ist auch nicht möglich, die Version an den Namen der Datei anzuhängen. Das ist nicht möglich. Sie können ja beim Export in dem Fenster können Sie auch die Version eingeben, die im Endeffekt in dem Filenamen landen soll. Und das ist nicht möglich, weil wir die Dokumentation immer überschreiben. Das heißt, wenn Sie ein Szenario einplanen, dann wird das täglich überschrieben. Also das ist der Mechanismus dahinter. Also dass Sie wirklich nicht im Endeffekt 20 Mal eine Version eines einzigen Szenarios haben, sondern dass Sie wirklich immer nur die aktuellste Version haben. Das ist im Endeffekt die Intention hinter dem Überschreiben. Ja, genau, das war jetzt soweit das Automation-Tool. Sie finden im User-Manual noch viel mehr Informationen, auch bezüglich der ganzen Services, was Sie da einrichten müssen. Es folgt auch ein Blogbeitrag, der in den nächsten Tagen auch nochmal rauskommt. Also da können Sie sich wirklich noch weiterführend informieren. Kommen wir zum nächsten Punkt, die Consumable-Szenarien. Das ist jetzt ein neues Tool, das wir Ihnen anbieten, um Szenarien miteinander zu kombinieren. Das heißt, beim Erstellen eines Szenarios können Sie direkt schon auswählen, was für ein Typ ein Szenario haben soll. Sie können das auch nachträglich ändern. Und was Sie dann machen können, ist, Sie können Szenarien miteinander kombinieren. Das heißt, Sie können solch ein Consumable-Szenario können Sie in ein Standard-Szenario integrieren. Das heißt, Sie müssen nicht mehr ein Szenario innerhalb eines anderen Szenarios nachbauen, sondern Sie können einfach das Szenario einbinden. Das schauen wir uns gleich nochmal an.
Der Vorteil ist der, Sie müssen die Struktur, die Einstellung und die Elemente eines Szenarios nicht nachbauen, und gleichzeitig wird alles berücksichtigt in der Dokumentation. Gucken wir uns das mal ganz kurz an. Das heißt, wenn Sie ein Szenario erstellen, haben Sie jetzt die Auswahl zwischen Standard und Consumable zu wählen. Wenn Sie ein Consumable angeben, dann können Sie dieses in einem Standardszenario hier auswählen und ganz normal in die Struktur integrieren Ihres Szenarios. Es ist natürlich sehr hilfreich, wenn Sie beispielsweise irgendwelche Trainingsunterlagen oder irgendwelche Guides integrieren wollen in andere Szenarien. Und wenn Sie beispielsweise dann das aufgebaut haben mit einem Szenario und dann sich irgendwas ändert, dann können Sie es einfach zentral ändern. Und all die Szenarien, die dieses Consumable-Szenario in sich haben, das wird ja sozusagen dann mit aktualisiert in diesen Szenarien. Ja, wenn Sie mehrere Szenarien für irgendwelche Subapplikationen gebaut haben, dann können Sie es alles in einem Standardszenario bündeln. Das ist auch eine Möglichkeit. Und bezüglich der Migration, alle bestehenden Szenarien werden zu Standardszenarien. Das heißt, wenn Sie bestimmte Szenarien einbinden möchten, dann können Sie einfach durch einen Rechtsklick im Kontextmenü den Typ ändern und dann können Sie sie einfach integrieren. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt. Das sind die Grid Commons. Für die, die vielleicht noch nichts von den Grid Commons gehört haben und noch nicht mit ihnen gearbeitet haben, sie können solche Grid Commons einbinden in ihr Entity Grid, um dann im Endeffekt nach bestimmten Begriffen das Entity Grid nach bestimmten Begriffen zu filtern. Früher war es nicht möglich, mehrere Sprachen parallel anzeigen zu lassen im Entity Grid. Das ist jetzt möglich. Das heißt, wie Sie sehen einmal das Englische und den deutschen Grid Commons. Und ein weiterer Punkt ist der, dass Sie sie jetzt auch direkt bearbeiten können. Das heißt, Sie können die Grid Commons direkt bearbeiten, ähnlich wie in Excel. Und das schauen wir uns auch noch mal kurz an. Es ist jetzt auch möglich, so eine Masseneditierung durchzuführen. Das sehen wir jetzt hier noch mal in dieser Abbildung. Das heißt, wir können wirklich einfach Werte eingeben wie in Excel. Wir können sie kopieren und anschließend einfügen. Und wenn sie uns nicht gefallen, können wir sie auch wieder löschen, einfach durch Entfernen. Werden aber vorab nochmal gefragt, ob wir sie wirklich löschen möchten. Ja, den Mechanismus haben wir eingeführt, damit sie nicht versehentlich wertvolle Informationen löschen. Das heißt, das ist jetzt möglich. Gleichzeitig haben wir den Column Chooser ein wenig umstrukturiert. Das heißt, Sie sehen jetzt hier im Column Chooser einmal die Informationen, die wir aus dem SAP-System uns holen. Und dann sehen wir hier nochmal die Spalten, die Sie in DokuPerformer erstellen können, beziehungsweise die nun in der DokuPerformer Datenbank liegen, wie zum Beispiel die Grid Commons oder die Layer oder die Szenarien, denen die Objekte zugewiesen sind. Genau, das ist nochmal eine hilfreiche Änderung. Und kommen wir zum nächsten Punkt, die Datenflüsse. Da gibt es jetzt einige Änderungen. Zunächst einmal können Sie jetzt für weitere Objekttypen sich den Datenfluss anzeigen lassen. Vorher war es ja nur für die BW Info Provider möglich. Jetzt können Sie es auch für die HANA Repository Views machen, für die Objekte. Sie können ABAP CDS Data Definitions Datenflüsse sich anzeigen lassen und die DEDIC Views können sich auch anzeigen lassen. Das heißt, durch einen Rechtsklick können Sie im Kontextmenü den Datenfluss auswählen und dann wird Ihnen im Endeffekt hier, das ist jetzt ein Beispiel mit einem Calculation View, der Datenfluss angezeigt. Das sehen wir auch hier nochmal für ABAP CDS Data Definitions und für DEDIC Views. Das Thema Vollständigkeit ist im Kontext der Datenflüsse natürlich ein sehr wichtiges Thema, aber gleichzeitig kann diese Vollständigkeit bei komplexen Datenflüssen schnell zu Unübersichtlichkeit führen. Und deswegen bieten wir jetzt ein neues Tool an, eine neue Funktion, die Abhilfe schaffen soll, nämlich die sogenannten Data Flow Views. Das sind im Endeffekt selbst erstellte Objekte im DokuPerformer. Das ist ein Abriss eines bestimmten Datenflusses, den Sie sich selbst erstellt haben. Das heißt, Sie können ja im Datenfluss Elemente ausblenden und das können Sie jetzt einfach abspeichern, diesen Abriss, um einfach die Übersichtlichkeit zu verbessern bei komplexen Datenflüssen. Sie können Analysen schneller durchführen und gleichzeitig macht es auch aus der Business-Sicht Sinn, den Datenfluss einfach auch nach verschiedenen Bereichen aufzuteilen. Das sehen wir jetzt hier. Bevor wir es sehen, sehen wir hier nochmal, wie es funktioniert. Wir können einfach den Datenfluss uns öffnen, wir können ihn bearbeiten und können anschließend hier über Speichern den Datenfluss abspeichern. Das ist jetzt mal so ein Beispiel, wo es vielleicht Sinn machen würde, einen Datenfluss nach Bereichen zu gliedern. Das heißt, wir haben hier Contract Management, vielleicht ist dieser Strang für uns einfach nur relevant und wir möchten uns im Endeffekt eigentlich nur diesen Strang auch anschauen und Analysen an diesem Strang durchführen. Oder beispielsweise hier Backlog Purchase oder diese anderen Bereiche. Das heißt, das sind vielleicht logische Trennungen, die wir einfach möchten, um die jeweiligen Stränge isoliert zu betrachten und isoliert mit ihnen arbeiten zu können.
Und das kann man dann sehr einfach machen. Gucken wir uns das ganz kurz an im Doku-Performer. Das heißt, wir können im Endeffekt uns einfach den Datenfluss anzeigen lassen von einem Objekt. Ich habe das vorab schon gemacht. Gucken wir uns das mal kurz an. Das heißt, ich habe mir hier ein Objekt anzeigen lassen, habe es abgespeichert. Wenn wir uns mal ganz kurz den ganz normalen Datenfluss anschauen, dann sehen wir hier jetzt den Datenfluss. Das ist vielleicht für uns einfach, vielleicht ist für uns einfach nur das im Endeffekt Contract Management interessant. Dann können wir einfach diesen Strang ausblenden aus dieser Ansicht und auch diesen Strang und können dann im Endeffekt diesen Strang abspeichern, können ihn dann jetzt in dem Fall Contract Management 1 nennen und anschließend können wir ihn immer öffnen. Das heißt, ich kann jetzt auch andere Datenflüsse öffnen, zum Beispiel Procurement kann ich mir auch öffnen jetzt von diesem Datenfluss. Das heißt, diese Data Flow Views liegen an einem Objekt, wie man jetzt hier sieht. Und ich habe jetzt beispielsweise vorab auch mir die Query anzeigen lassen, habe das nochmal abgespeichert, diese Ansicht. Genau. Wir können diese Data Flow Views im Endeffekt dann auch integrieren in eine Dokumentation oder in Szenarien. Das heißt, wenn ich in einem Szenario bin und mir auch den Datenfluss mit integrieren möchte in die Dokumentation, dann konnte ich das ja immer schon vorab hier machen an der Einstellung. Das kann ich jetzt hier wieder machen und ich kann hier dann wirklich im Endeffekt auswählen, ob ich den ganz normalen Datenfluss mir anzeigen lassen möchte, ob der Online-Datenfluss integriert werden soll, das heißt, ob wir wirklich ins System gehen sollen und nochmal checken sollen, wie der Datenfluss aktuell ist, oder ob wir die Data Flow Views integrieren möchten. Das heißt, auch hier ist es dann im Endeffekt sinnvoll nochmal, wenn man einfach im Endeffekt isoliert betrachtet, bestimmte Bereiche des Datenflusses betrachten möchte. Genau, das ist das, was möglich ist mit den Data Flow Views. Sie können es in Szenarien anzeigen lassen. Sie können auch einfach direkt Objekte dokumentieren und den Datenfluss integrieren. Und die Data Flow Views sind systemübergreifend für ein Objekt verfügbar innerhalb einer Systemlandschaft. Das heißt einfach auch, das funktioniert wie bei den Kommentaren. Es wird ein sogenanntes Data Flow View Sharing verwendet. Und die Idee dahinter ist einfach nur, dass Sie schon in der Entwicklungsphase diese Data Flow Views für sich erstellen können. Und wenn es dann, wenn Sie in der operativen Phase sind, können Sie diese Data Flow Views wiederverwenden und können Analysen durchführen und Dokumentation. Kommen wir zum nächsten Punkt, HANA Composite Provider in Modeling. Sie können HANA Composite Provider in den Doku Performer importieren. Sie können auch Multi-Provider als HANA Composite Provider in den Doku Performer importieren. Und das alles ist möglich im Endeffekt durch eine weitere Einstellung, die hinzugekommen ist, nämlich BW4HANA Object Types. Und wenn Sie das anklicken, werden die Multi-Provider zu HANA Composite Provider und InfoCubes und Data Store Objects werden zu ADSOs. Ein wichtiger Hinweis ist noch der, dass Sie, wenn Sie einen HCPR im Endeffekt einen Doku-Performer haben, dass Sie die Part-Provider umbenennen können und in neue Namensräume bringen können. Sie können die Part-Provider auch austauschen, aber am HANA Composite Provider selbst können Sie sonst keine Einstellung vornehmen. Die neue Einstellung sehen wir dann hier nochmal. Das heißt, wenn Sie hier im Endeffekt das ist jetzt die Modellierung. Hier können Sie dann das auswählen und dann passiert das, was in der Tabelle vorhin abgebildet wurde. Der nächste Punkt ist die Where-Use-Analyse von mehreren Objekten. Das heißt, Sie können jetzt die Where-Use-Analyse, die vorher für ein Objekt möglich war, für mehrere Objekte gleichzeitig ausführen und diese wird anschließend in einem Workspace angezeigt. Das heißt, wir können entweder mehrere Objekte aus dem Entity Grid auswählen oder wir können sie in der Analyse selbst auswählen, können es dann durchführen und dann kriegen wir diese Ansicht. Das heißt, hier steht Usage of des jeweiligen Objektes und dann, wo es jeweils verwendet wird. Das heißt, Sie haben wirklich alles auf einen Blick. Sie haben auch mehrere Tabs. Die Tabs werden auch nochmal hier erklärt. Das heißt, Sie haben flache Listen bei den BW-Objekten und beim Coding, beim BO-Report haben Sie flachen Listen. Und Sie haben eine Baumstruktur nochmal bei dem Nested Usage, wo wir nochmal die Verwendung in Reporting-Elementen oder in Prozessketten anzeigen. Das heißt, im Doku Performer sieht das alles dann nochmal so aus. Hier ist die Where-Use-Analyse. Hier ist das jeweilige Objekt, das in dem jeweiligen Bereich verwendet wird. Hier sind die Tabs. Und dann nochmal hier die Baumstruktur von der Prozesskette. Das alles können Sie exportieren und erhalten dann nochmal alles schön komprimiert in dieser Ansicht. Genau. Das ist die Where-Use-Analyse. Der nächste Punkt ist, wir unterstützen jetzt die Hierarchien und die DTPs. Die DTPs haben wir ja schon
vorher unterstützt, aber es war kein eigenständiger Objekt. Das heißt, früher konnten Sie beispielsweise an einem Cube sich die DTPs anzeigen lassen und diese konnten Sie auch kommentieren. Die Kommentare, die Sie vorab an diesen DTP gehängt haben, werden einfach migriert an das jeweilige Objekt. Dann haben wir noch die Data Archiving Processes. Das heißt, Sie können sich diese Objekte anzeigen lassen an Multiprovider, an DSOs und an ADSOs. Aufrufbar ist das über das Kontextmenü an dem jeweiligen Objekt. Und auch hier haben Sie dann eine Ansicht, ähnlich wie es früher möglich war für die DTPs. Und hier können Sie im Endeffekt diese DAPs können Sie auch kommentieren und auch in Ihre Dokumentation integrieren. Genau, es gibt noch einige weitere Improvements. Sie können sich alle Verbesserungen in unserer Version History durchlesen, die wir auch bald veröffentlichen. Beispielsweise werden jetzt Info Areas in der Entity Grid angeschaut für Info Sources. Ungarisch und Kroatisch sind jetzt auswählbar in Translations. Sie können die allgemeinen Settings, sowas wie Settings-Variante und Kommentarvariante und die Sprachen, Sie können es so einstellen, dass es nur einmal angezeigt werden soll in der Dokumentation und nicht jedes Mal, beispielsweise im Szenario vor jedem Objekt. Und gleichzeitig haben Sie jetzt auch die Möglichkeit, wenn Sie sich für Custom Exit Variable interessieren, können Sie jetzt das gesamte Coding anzeigen lassen. Das heißt, wenn Sie beispielsweise irgendeine Deklaration haben von Variablen, dann war es früher nicht möglich, diese mit anzeigen zu lassen, weil wir nur die Steps angezeigt haben. Jetzt ist das möglich, wie man auf der linken Seite sieht. BO, es gibt eine neue Funktion bei BO. Das heißt, Sie können jetzt die Objekte sich anzeigen lassen, die auf einem Promotion Job liegen. Ja, es wird eine Liste generiert im Endeffekt, die Sie dann auch exportieren können in Excel und Sie können Namenskonventionen durchführen. Das gucken wir uns mal kurz an. Das heißt, das ist die Funktion. Sie haben hier die ganzen Promotion Jobs, können diese Promotion Jobs hier auswählen, ein Promotion Job oder mehrere Promotion Jobs, können die Analyse starten und dann werden die gesamten Objekte angezeigt, die auf diesem Promotion Job liegen. Sie können dann, wie gesagt, die Naming Conventions nochmal checken, gucken, ob die Objekte den definierten Namenskonventionen entsprechen. Und genau, das ist das, was Neues gibt bei BO. Dann haben wir noch Neuerungen in HANA. Das heißt, wir haben jetzt neue Objekte, die Sie synchronisieren können, die wir unterstützen, die Sie im Endeffekt kommentieren können, dokumentieren können oder in Ihr Szenario integrieren können. Die Synchronisation sieht ein wenig anders aus. Wie man hier sieht, es gibt bestimmte Filter, die wir vorab schon mit Selektionswerten gefüllt haben, damit die Objekte dieses Namensraums, den wir hier haben, einfach nicht mit berücksichtigt werden bei der Installation, weil man sie standardmäßig nicht braucht, die Objekte, die in diesem Namensraum liegen. Wenn Sie sie doch benötigen, können Sie sie einfach rausnehmen und abspeichern. Genau, und das heißt, das sind jetzt die neuen Objekte, die Catalog-Entities, mit denen Sie arbeiten können in HANA. Nochmal kurz zur Roadmap, was geplant ist. Wir planen, die Szenarien zu verbessern und die gesamten Komponenten drumherum. Wir möchten die Mehrfachselektion möglich machen für die Funktion Analyze Compare, das heißt, wo man sich in der Baumansicht das Objekt anzeigen lassen kann, samt der Einstellung. Das möchten wir auch für mehrere Objekte anbieten und wir planen weitere Nummierer-Funktionen. Zudem führen wir gerade ein Proof of Concept durch für den Confluence Support. Das heißt, dass wir dann die Dokumentation der Objekte sofort in Confluence anzeigen lassen können. Zudem arbeiten wir gerade am Proof of Concept von SAP Analytics Cloud. Das ist geplant, dass es eine neue Komponente im Loco Performer ist, aber da prüfen wir erstmal, was da alles gemacht werden muss. Gut, zu guter Letzt nochmal, falls Sie jetzt irgendwas gehört haben, falls Sie ein bestimmtes Modul erwähnt haben oder eine bestimmte Komponente, die Sie noch nicht haben, die aber sehr interessant klingt, dann haben Sie die Möglichkeit, nochmal uns anzuschreiben. Wir können Ihnen nochmal im individuellen Webinar nochmal zeigen, wie die Funktionen genau funktionieren. Sie können die Funktion auch alle testen, 60 Tage lang. Und wir präsentieren Ihnen die ganzen Funktionen auch natürlich sehr gerne auch vor Ort. Gut, das war's von mir. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss!